Kuckuck, back in our Hütte. Jo, wir sind zurück in unserer Superhütte und ich habe letzte Folge mal hier reingeguckt und da fehlt Energie. Und der kriegt hier nicht genug Energie durch die zwei Dinger. Aber wisst ihr was, ist mir jetzt gerade mal scheißegal. Ich guck mal, dass ich nach dem Hausbau irgendwie mal vielleicht ein Solarpanel oder so reingedrückt kriege. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. Und zwar müssen wir hier jetzt mal kicken. Wir haben ja jetzt schon mal den Boden soweit. Und jetzt brauchen wir Stein. Und ich würde die Hütte ganz gerne so, nochmal zumachen. Wir haben ja Cobblestone, ne? Und ich würde die Hütte ganz gerne, ich weiß nicht, aus normalem Stone, glaube ich, weniger. Haben wir denn, ja, wir haben auch Marble, das würde auch gehen. Marble würde auch gehen, aber geiler wäre wirklich, aber vielleicht Stein und Marble zusammen. Lasst uns das mal ausprobieren. Also wir nehmen jetzt erstmal hier die Cobblestone und schmalzen die hier in, ah, guck mal, da haben wir ja schon wieder Stone, schmeißen die hier mal in den Ofen. Hier haben wir auch noch Kohle. Trennen wir die gerade mal ein bisschen. Genau, dann kann der noch was backen. Der ist ja noch nicht Electric Furnace, noch nicht im Gebrauch, oder? Ist der schon im Gebrauch? Nee, noch nicht so wirklich. Kriegen wir denn schon so ein Solarpanel zusammen? Also Glas haben wir, das hätten wir. Coal Dust. Ja, braucht man den Pulverizer, wa? Oder einen Macerator? Pulverizer oder einen Macerator? Ja, eher ein Pulverizer, aber den haben wir ja schon. Egal, wir kochen jetzt erstmal mit unseren Sachen hier weiter. Und schau mal. Die teilen wir jetzt erstmal auf. Da haben wir schon mal 64 von denen. Tür nochmal eben zu. Und dann gucken wir mal eben, wie das aussieht. Ich baue mal hier eben ab. So. Der kommt dahin, der dahin, der dahin, der dahin. Das war der falsche. Habe ich noch einen Dings? Nee, habe ich nicht. Dann mache ich das gleich weg. Also wenn wir so ein... Also die Steine sehen ja schon ziemlich geil aus, ne? Muss man ja mal so sagen. Für so eine alte Hütte ist das ja eigentlich nicht verkehrt. Machen wir hier noch mal den Trakt. Ja, klar. Wieder am Verbauen wie so eine Bekloppte, ey. So, dann machen wir den Trakt. Und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wie wäre denn, wenn da drüber, nee, wenn da drüber Marble kommt, das sieht absolut bescheuert aus. Deswegen bauen wir hier mal weiter. So.
Ja, also die Hütte muss, glaube ich, so in dem Stil auf jeden Fall gebaut werden. Aber so ein Ring Marbel da drum, das könnte, glaube ich, doch ganz nett aussehen. Warte mal. Gib mir mal so ein Stack Marble. Den können wir auch ganz leicht wieder abbauen. Nehmen wir das mal hier mit und nehmen wir dich hier drauf und dann tun wir den. Wo ist er? Den Marble mal hier drauf. So als kleinen Akzent. So, und dann kicken wir mal. Ja, so als kleiner Akzent, so als kleiner Zwischenstopp. Sozusagen als Borde. Dürfte das eigentlich gehen, oder? Als Borde dürfte das eigentlich gehen. Dann machen wir hier mal weiter. Nehmen wir den hier raus und setzen die Steine hier mal hin. Und ich brauche mehr Stein. So, wie viele haben wir noch? Zwei. Ne, wir haben doch noch mehr, oder? Cobblestone haben wir noch. Hier haben wir noch vier. Ich brauche eine Spitzhacke, ey. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Sticks. Und Spitzhacke mache ich mir. Ich habe noch 13 hiervon. Iron Ingot. Oh ja. Iron habe ich auch noch eine ganze Menge. Aber ich glaube, ich mache mir mal davon welche. Genau, ein Spitzhäckchen. Und wie weit ist der Stein? 26. Ja, das ist ja noch nicht so viel, ne? Aber da kommen wir schon mal ein bisschen weit mit. So, von hier. Und dann die nochmal hier verteilen. Da haben wir jetzt auch nochmal ein paar. Dann können wir hier vielleicht auch noch mal die Borde rumziehen. Ups. Ich muss hier unbedingt mehr Fackeln setzen. Sonst haben sie mich nämlich gleich wieder am Popo. So, da war es auch schon wieder mit dem Marble dahin. Gehe ich noch mal eben hier rüber und ziehe hier noch mal eben die Borde mit dem mit Marble. So. Dann haben wir das schon mal. Haben wir da schon mal ein bisschen was. Ein bisschen was. Und damit uns keine Leute überfallen, gehen wir mal eben pennen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen. Egal. Das machen wir jetzt einfach mal hoch. Hier haben wir noch was Stein. Ja, das geht mit dem Stein. Ey, das geht einfach zu langsam, ne? Das geht einfach zu langsam. Ja, komm, dann. Hä? Wieso geht das nicht? Ja, das geht immer noch nicht, ne? Das hatte ich auch letztes Mal schon. Alter Falter, ey. Zack. Und dann nochmal der Stein da drauf. Jo. 12 Steine haben wir jetzt. Ja, leider geht es jetzt noch ein bisschen langsam voran. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Das ist kein Problem.
wenn wir nicht hier runterfallen würden, ne? So, da drauf, da drauf, da drauf. Und dann den Marble da drauf. Ja, das geht ja schon mal. Das geht ja schon mal. Es nimmt Formen an. Zwar nur kleine, aber es nimmt Formen an. So, Pulverized Iron ist. Ach so, das kommt als Beiprodukt raus. Ja, Alter, sag das doch. Der Pulverized hier ja immer noch. Okay. 9 Steine. Was braucht man nochmal hierfür? Glas, Coal Dust. Coal Dust. Ja, wir haben ja eigentlich den Pulverizer, ne? Für ein kleines Solarpanel, was können wir denn mal noch nehmen? Wir können an. Wir können eigentlich auch noch ein paar mehr Öfen bauen. Erstmal so für den Anfang. Damit wir hier nicht so rumpimmeln. Iron Furnace, Electric Furnace. Aber braucht der nicht auch Energie? Der kriegt doch auch. Ja, genau. So, der ist, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Aber der braucht auch nicht alles an Kohle. So, genau, dann geben wir dem nochmal das mit. Dem geben wir nochmal die mit. Kann der schon mal backen. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Sisyphus-Arbeit hier, den ganzen Scheiß zusammenzukriegen, dass wir mal unsere ganzen Steine haben. Damit wir uns schon mal die Hütte da fertig bauen können, so ein bisschen. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch. Das geht doch recht schnell. Hoffe ich. Glas hätten wir ja auch schon, ne? Kupferingot. Rubber. Iron Ingot, Pulverized Iron. Da tun wir mal eben da rein. Da haben wir noch was. Cobblestone. Ja, wir brauchen noch wesentlich mehr Cobblestone, glaube ich. Aber der ist ein bisschen schneller. Die nochmal. So, 45 Steinchen. Marble brauchen wir auch noch mehr. Nehmen wir die noch mit. Machen wir schon mal weiter. Mühselig. Ja, ernährt sich das Eichhörnchen. So. Wie auch immer. So, Fenster bauen wir dann nachher ein. Also die bauen wir später ein. Da kümmere ich mich jetzt noch nicht so drum. Ich will jetzt erstmal so den Grundriss hier fertiggestellt haben. Dass wir das schon mal haben. So, ups, da fehlt einer. Bing. So, dann geht es hier weiter.
Und hier geht es weiter mit dem Marble. Mit dem Marble. Schwupps. So, Stein drauf. Marble drauf. Und dann hier nochmal Stein drauf. Und Marble drauf. Ja, das nächste ist dann verklick, verdrück, ver was auch immer. Neue Steinchen zu holen. Lass mich rein. Kling, kling. Ist ja schon mal was. Kann man ja schon mal was mit tun. Ja, die Hütte wird. Und hier den Marble drauf. Nein, nicht den Stein daneben, den Stein da drauf. Genau wie hier. So, du dahin. Du dahin. Ja, eventuell mache ich die Tür auch noch ein bisschen größer. So, ich habe jetzt noch 17 Steine. Das sollte. Ich mache jetzt erstmal hier so den groben Umriss, damit ich den hab. Und jetzt habe ich noch 3. 1, 2, 3. Ja, wie gesagt, es wird langsam, es wird langsam, es wird langsam. Kann man sich schon mal drin sehen lassen im Haus. So. Den können wir auch noch mitnehmen. Der hat hier auch nichts zu suchen. Habe ich mich noch irgendwo verbaut? Nö. Jo. Dann schauen wir mal, was die Steine machen. Da haben wir nochmal 11. Hier haben wir nochmal 14. So. Dann kriegen wir da auch nochmal ein paar raus. 25. Es war jetzt nicht der mega. Megamäßig, was wir da rauskriegen. Aber für den Grundriss reicht's. Und das ist die Hauptsache, ne? So, hier geht's weiter. Bis dahin. Und dann geht es hier weiter bis dahin. Schwupps. Und hier setzen wir noch den einen. Jo, also, es wird, es wird, es wird. Es muss nur noch ein bisschen mehr Stein kommen. Ich kann nicht mehr rennen, ich muss was essen. Und ich höre irgendwas. Ich höre irgendwie was Komisches. Hier haben wir noch mehr Stein. Hier haben wir noch mehr Stein. Und hier fehlt die Kohle. So. 8. 8. Da kann er noch mal Kobbel nach. Da kann auch noch was nach. 3 und D 1. Ja, und ich glaube, ich muss auch dann auch schon fast wieder einen Cut machen. Es wird auch schon wieder dunkel draußen. Heißt, wir machen mal die Luke zu und ups, machen dann hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder,
wenn wir weiter an unserer Hütte bauen. Also, gute Nacht und bis nachher. Tschüssi.